Verstehst du? Wir waren Ja, von Freunden, wir waren davon ich lustig verstehe, gemacht, was aber du es meinst. interessiert mich alles nicht. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ihr sagt ja immer, also die meisten von euch, du, Danny, den anderen kenne ich leider nicht so, aber ihr zwei seid ja so einer, die sagen, glauben tut man mit dem ganzen Herzen oder vom ganzen Herzen Ja, aus. er prüft es ja. Er prüft es, er Ja. prüft dein Herz und deine Nieren. Er prüft, ob du wirklich wahrhaftig dich bekehrt hast und wirklich wahrhaftig deine Sünden wirklich akzeptierst, dass du das gemacht hast und Buße tust und sagst, boah, ich möchte das ja gar nicht mehr. Ja, Klar, also. sünden wir immer noch. Klar, kleine Lotlüge hier, dies, jenes. Weißt du, man merkt es auch manchmal gar nicht. Weißt du, theoretisch, gelb ist Bremsgebot, wir fahren mit gelb über die Ampel, dann ist immer so halb gelb-rot, sind wir trotzdem drüber gefahren. Seht ihr, jeder sündigt in irgendeiner Art und Weise. Aber diese Sünden, die wir bewusst zum Beispiel im Fleisch gemacht haben oder so, wo wir genau wissen, wenn ich das mache, ist es eigentlich ekelhaft. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Darf ich dich dazu mal was fragen? Also an sich jetzt zu dem Natürlich. Thema Glauben mit Herz und so. Ich habe in meinem Natürlich. Stream ohne Provokation, dass ich gegen Christen oder allgemein schieß. Ich sitz quasi, Danny hat das ja auch schon gesehen, ich sitz und quatsch mit anderen Freunden im Stream, so wie ich mit euch gerade quatsch. Und trotzdem krieg ich teilweise Zuschauer, ich weiß, die meinen's nur gut, aber es eskaliert dann bei mir im Stream immer so sehr, dass die mir ihren Glauben schon aufzwängen. Und da sage ich halt auch immer, man glaubt doch mit den Ja, ganzen Herzen und nicht, wenn das einer aufzwingt. Da hab ich doch nichts davon. aber nein, das funktioniert auch nicht. Das ist wie wenn ich da sage, pass auf, wenn ich sage, du machst jetzt Sex mit der Person, aber die kannst du nicht, das funktioniert nicht, weil die dich einfach nicht erregt, dann funktioniert dein Gerät auch nicht. Dann Richtig. kannst du es nicht. Du kannst nicht etwas machen, was du von dir aus nicht kommt. Der Glaube soll von dir aus kommen. Es bringt doch gar nichts, wenn ich dich jetzt nehme. Ich nehme dich mit dem Rollstuhl, ich fahre dich in irgendeinen See und sag, so, ich taufe dich jetzt. Das funktioniert auch nicht. Weil Ja, außer davon dass ich glaubst du danach auch untergehe. nicht. Davon bist du nur sauer auf mich oder so, weil ich dich nass gemacht habe und du ganz nass bist und der Rollstuhl kaputt ist. Du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Du musst Würdest du da sagen, von dir dass aus sagen, ja. würdest du da drauf sagen, dass eine Stummschaltung, also keine Blockierung, dass einfach von solchen Leuten eine Stummschaltung berechtigt ist, die es einfach übertreiben, einen den Glauben aufzuzwängen? Weil ich bin da immer so hin und her gerissen. Irgendwie will ich sie nicht stumm Pass schalten auf. oder blockieren, weil ich weiß, sie meinen es gut. Aber dieses penetrante Gerede mit, ja, komm zu Jesus oder ja, glaub doch, was ist daran schlimm? Es nervt halt, wenn ich dreimal sagen muss, hey, ich brauche meine Zeit dafür. Ja, pass auf, pass auf. Das ist was Persönliches, weißt du? Das muss an dir liegen, ob du jetzt jemanden dann stummst oder blockierst oder egal was machst. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was richtig und falsch ist in dem Fall. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, Ich kann dir aber diese Antwort nicht abnehmen, weil was ich da sage, kann sein, dass es falsch ist. Dass du dann, das sind Sachen, frag den Herrn. Guck mal, das sind solche Momente, wo ich mich dann hinsetze und hinknie und bete zum Herrn. Und sag, Herr, bitte leite mich, zeig mir den richtigen Weg. Sag du, was ich machen soll. Dafür ist der Herr da. Naja, ich habe das Aber ich jetzt kann dir jetzt so. nicht, weißt du, ich kann dir sagen, stumm sie. Und dann kann sein, dass es was Schlechtes ist. Ich kann dir sagen, lass den freien Lauf. Es kann auch wieder sein, dass es was Schlechtes ist. Das musst du selber wissen. Also ich habe für Oder mich jetzt Lenny? Was einfach sagst du, Bruder beschlossen. Lenny? Ich habe für mich jetzt erstmal Nochmal bitte, beschlossen, Bruder. sie Ich habe dich nicht dürfen. verstanden. Nochmal, Bruder. Weil es gibt ja Leute, die bei den Stream reinkommen und dann penetrant zum Glauben bringen wollen. Weißt du, penetrant und sagen, du musst jetzt oder mach oder probierst und nicht schlimm. So penetrant sind, weißt du, Bruder. Und dann gesagt, ob er sich stummen soll. Und dann habe ich gesagt, egal, wenn ich ihn sage, stumm sie, kann sein, dass es was Gutes ist oder was Schlechtes. Wenn ich sage, stumm sie nicht, kann sein, dass es was Gutes ist oder was Schlechtes, weil das ist was Persönliches, was man selber entscheiden sollte. Ja. Nachher heißt es, boah, ich habe den Sifu gefragt und er hat zu mir gesagt, ich soll sie nicht stummen. Boah, jetzt nerven die aber die ganze Zeit. Dann bin ich schuld, dass du sie nicht gestummt hast. Oder du stummst sie, weil ich dir sage, stumm sie. Und dann sagte ich, boah, aber eigentlich interessiert mich das schon, was die sagen. Aber der Sifu hat gesagt, ich soll sie stummen. Weißt du, ich will nicht das Zünglein an der Waage sein, warum du etwas machst. Ja. Du sollst etwas machen, weil du überzeugt bist davon, weil du das machen möchtest. Also ich habe das jetzt auch so gehandhabt bis jetzt, was eigentlich für mich eine sehr gute Lösung bis jetzt war. Wenn sie zu penetrant sind, werden sie definitiv gestummt, aber wenn sie jetzt einfach
Nur schreiben, dann werden sie halt mit der Zeit einfach mal überlesen, weil ich einfach keinen Bock habe, 10.000 Mal dasselbe zu sagen. Also so habe Boah, wenn ich alles lesen würde, was im Stream geschrieben wird, dann müsstest du kannst ja gar nicht. Manchmal ist es so schnell, dass du gar ja. nicht mal antworten kannst. Das ist das. Sobald du an 400 Also. hast, ist es schwer zu lesen. Ja, ist so. Deswegen, ich kann dir sagen, handhab es, wie es für dich gut ist. Wenn du für dich empfindest, verstört dich das, dann stürmst du sie. Wenn du sie aber, wenn es dich nicht stört, dann lass sie laufen, ist doch egal. Lad sie nicht hoch. Weißt du, wenn du sie hochlädst, bist du auch selber schuld. Du Ja. kennst doch mittlerweile, wer das macht, oder? Dann lad Ja. sie doch nicht hoch. Ja, Dann das brauchst du mache niemanden ich. stummen und hast kein schlechtes Gewissen oder was weiß ich was. Hochholen tue ich eh ungern Leute, die ich nicht kenne, weil ich einfach schon eben das erlebt habe, dass ich dann jemanden hochgeholt habe und es wurde direkt beleidigt, ohne wirklich Grund oder so. Deswegen habe ich da immer so. Also, Ja. wenn er dich jemand beleidigt, dann ist er kein richtiger Christ, weil das sollte er nicht machen. Jeden Mensch sollte mit Respekt und Liebe begegnen. Jeden Menschen. Wir kennen die Menschen noch gar nicht. Wenn jemand auf der Straße läuft, kennst du den Mann? Du weißt doch gar nicht, was das ist. Kann sein, dass ein super intelligenter Mensch ist, der keinen Geschmack hat für Kleidung. Es kann sein, dass einer so viel Geld von der Oma geerbt hat, dass er in Gucci-Kleidung rumlaufen kann, aber nichts in der Birne hat. Also wie jemand aussieht oder wie sich jemand gibt, heißt noch nichts, sagt noch nichts über den Menschen aus. Deswegen lernen ihn kennen, redet mit dem Menschen und so geht man auf den Menschen, mit Respekt und mit Liebe geht man darauf zu. Und wenn du merkst, er ist toxisch oder so, dann segnest du ihn, sagst, ich werde für dich beten und das war's. So mache ich das. Ich kann kein Böse sein. Das geht nicht mehr. Also mit ich segne ihn kann ich da jetzt nicht wirklich viel anfangen, weil ich nicht mal weiß, wie ich sowas machen sollte. Guck mal, möge der Gott dich segnen. Gott segne dich. Ich wünsche dir Gottes reiches Segen. Guck mal, dreimal habe ich dich jetzt gesegnet. Okay. Dank und ein Wort. Möge der hat dich, oder du kannst sagen, Gott segne dich, möge der hat dich recht leiten. So, das ist nichts Schlimmes gesagt. Und der denkt drüber nach, sagt der Junge, was ist der verrückt oder was? Warum sagt er mir sowas? Ja gut, wenn das so einfach ist, damit hätte ich nicht gerechnet, sage ich ehrlich. Ich dachte, für so einen Segen gehört wesentlich mehr. Ja, genau, da kommt Weihrauch, da musst du Weihrauch, dann so eine Laterne, wo das Weihrauch da bewegt, weißt du, dass du das, dann muss da 20 Gebete gemacht werden, Weihwasser gesprüht werden und dann bist du gesegnet. So Okay, das stellst du dir klingt das sehr vor, nach der Junge. Nein, warte, Exorzist. Bruder, du hast vergessen, da müssen noch 20 Priester kommen. Ja, Jetzt genau. klingt's ja, jetzt klingt's richtig nach Exorzist, Danny. Das klingt Ja, richtig versteht nach aber, Exorzist. weißt du, das ist. Ich wünsche dir Gottes reiches Segen. Ich habe dich gesegnet. Ob du diesen Segen bekommst oder ob der vom Himmel fällt oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich wünsche dir das und wenn du es kriegst, ist doch schön. Wenn du dann auch noch zum Herrn kommst, ist noch viel besser. Ja. Ja. Mein Tipp ist jedem, der sollte sich mal die Streams hier anhören und zwar nicht nur das, was Danny und ich sagen. Oder was der Bruder Pavlos sagt, oder Reza, oder egal wer bei uns ist, sondern was die Gäste sagen, die da sind. Ja, ich Weil glaube, viele Gäste bestätigen das, was wir sagen. Heute hatten wir zum Beispiel so eine Bestätigung. okay, ja, ich war arbeiten, da konnte ich nicht wirklich reinkommen. Ah, da hast du was verpasst. Ja, weil du gerade Aber Reza hey, Felco, das ansprichst. war schon ein heftiger Stream, muss man ehrlich sagen. Bruder, ich fand den so gut, wir haben uns normal unterhalten und haben so viel. Er Ja, hat ich zwar fand vieles den in den Stream. heißen Brei gesprochen, aber so, dass du es verstehst, Bruder Danny. Weißt du, was ich Ja, ich meine? fand den auch gut, den Stream. Aber ich bin mal gespannt, ob er das dann wirklich auch durchzieht. Ne? Bin ich mal wirklich gespannt. Weil ihr gerade Reza Ich auch, erwähnt Bruder. Darauf bin ich habt. gespannt. Weil ihr gerade Reza erwähnt habt. Ich weiß ja nicht, also ich Ja. will keinen schlecht reden, aber ich glaube von euch dreien, dir, Sifu, Danny und Reza, komme ich mit euch zwei, also dir und Danny besser klar, weil ich spüre in mir immer diese Wut, wenn Reza da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er mir einfach schon so oft ins Wort gefallen ist und ich kann das gar nicht haben, dass man mir dann, während ich was erkläre, ins Wort fällt. Hör Ich auf, Reza, ihn ins Wort zu fallen. Pass höre auf, Danny der macht Reza, das Bruder. gerne Ganz zu. kurz, Reza, er ist wütend. Hör auf damit. Bruder Fall Reza ihm tut ins halt, Bruder Wort. Reza tut auch, Bruder, nein, warte kurz, Bruder Reza tut auch polarisieren.
Weißt du, entweder man mag ihn oder man hasst ihn. Das ist so. Manche sind, zu manchen Menschen ist es halt so. Ja, Da aber hat ich man muss sagen, Sympathie, so. Antipathie, aber trotzdem, nichtsdestotrotz sollte man jedem Menschen in Liebe begegnen. Egal, ob man ihn mag oder nicht, ob er stinkt oder nicht stinkt. Wir wissen nicht, wie das, weißt du, wir wissen auch gar nicht, zum Beispiel, viele gehen mit Obdachlosen ganz, ganz schrecklich rum, weißt du? Ja, Aber das viele stimmt. wissen ja nicht, dass viele von denen sehr gebildete Menschen sind, die sehr viel Geld hatten, verheiratet waren vor 20, 30 Jahren, da waren die Gesetze anders. Die Gesetze haben da die Ehemänner auseinandergenommen. Und die haben alles verloren. Alles. Alles. Und das sind so super kluge Menschen dabei. Aber die Gehirne funktionieren halt nicht mehr richtig von denen, weil die, unterhalte dich mal also ich habe mich schon mit Obdachlosen unterhalten und ich kann dir sagen, das sind Geschichten dabei. Klar, viele sind jung, Drogen, kein Bock zu arbeiten, weißt du, und dann so. Aber es gibt halt Leute, die schon jahrelang auf der Straße leben, jahrelang. Ja. Und ihre Familie verachtet sie und helft ihnen nicht mal. Das ist eigentlich Weißt du, traurig, was du. das ist. Ich will einmal einen Vers vorlesen, ja? In Römer 10, Vers 9 sagt die Schrift: Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschande werden, sondern er wird gerettet werden aus Glauben. Darum sage ich dir, glaube Amen. den Herrn Jesus Christus, schließe Frieden mit dem Herrn Jesus Christus, versöhne dich mit ihm, öffne doch dein Herz, gib Gott eine Chance. Das braucht für mich halt Zeit, mein Ja, Herz zu öffnen. ich kann dir sagen, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, aber nimm dir nicht zu viel Zeit, weil wir wissen nicht, wann er zurückkommt, Du um die musst von Menschheit zu neu richten. Wir geboren wissen es werden. nicht. Du musst von neu geboren werden. Ja, erklär aber auch, dass es nicht bedeutet, in den Schoß von der Mutter ranzukommen, Bruder. Sag mir nur zu. Erklär sie Ich noch. wollte gerade fragen, ob er mit Neugeboren die Reinkarnation meint, dass meine Seele dann in Nein, einen anderen ich lese Körper es dir wandert. vor. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, einer der Obersten der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neu geboren werden. Die Wiedergeburt ist der wichtigste Schlüssel im ganzen Himmel. Walla, danke, Schwester, für die Rose. Walla, danke. Danke. Also sagt Walla, ihr, dass danke für die die. Geschenke. Walla, danke, doppelt, doppelt, Walla. Danke, danke, Walla, danke. Ich habe Walla, danke, letztens auch danke, danke, gesehen, Walla, Danny. danke. Danny, ich habe letztens auch gesehen, dass bei dir im Stream, wie heißt der König oder Majestät König Thomas war? Du nennst den auch noch Majestät König Thomas. Nenn ihn einfach Thomas. Ja, das ist Darf ich nämlich einmal was, Majestät. Leute, ich muss einmal was zeigen. Bitte, bitte, Geschwister, ich muss einmal was zeigen. Angelo, bist du noch da? Ja, ich bin da. Bruder, ich muss das zeigen. Ich Welchen muss, Angelo warte. meinst du, Bruder? Der mich, ich Bruder, heiße. welchen Angelo meinst du eigentlich? Ich heiße Angelo. Warte Ja, ganz ich kurz. auch. Nein, ich heiße Angelo. Ich bin älter. Du bist wenn die Fälschung. Guck mal, wir sind Namensvetter. Sifu, solange Danny was sucht, kann ich dich mal was fragen?
Weil das konnte mir bis jetzt nie einer beantworten. Ja, kannst du. Und zwar, dürfen Gläubige Horrorfilme schauen, also die mit Dämonen etc. sind, oder dürfen sie es laut Glauben nicht schauen? Pass auf, ich bin der Meinung, oder kann ich die Frage beantworten? Meinung, ja. Kann ich Ihnen die Frage beantworten? Kannst du beantworten, Bruder. Kannst du beantworten, mach mal Tür und Tor auf, das hätte ich dann noch dazu gesagt dann. Guck mal, die Bibel sagt, mir ist alles erlaubt, mir ist aber nicht alles nützlich. Das bedeutet, wir sind freigesprochen in Jesus Christus, warte, pass auf. Wir nutzen aber die Freiheit als Deckmantel nicht, sondern wir danken den Herrn Jesus Christus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Darum ordnen wir uns auch unter und wollen nicht mehr sündigen. So, diese Horrorfilme betrüben den Heiligen Geist Gottes. Du kannst es schauen, aber es betrübt einen Menschen. Warum? Durch Horrorfilme kriegt man Angst. Albträume und du öffnest geistliche Türen, weil ich ganz genau weiß, aus Erfahrung durch diese Horrorfilme, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, können dämonisch besessen werden. Die haben mal ein Mädchen ausgetrieben, pass auf, eine Exorzist hat ein Mädchen ausgetrieben und dann haben sie den Dämon gefragt in ihr, wie bist du in ihr hineingefahren? Was ist passiert? Und hat dieser Dämon gesagt, durch den Film Annabelle konnte ich in sie hineingehen, weil sie sich da geöffnet hat. Also ich gucke selber Horrorfilme, aber ich entschlüssel diese Horrorfilme. Ich entlarve die Horrorfilme, aber ich merke, es tut mir nicht gut und ich empfehle jedem Wiedergeborenen, schaut euch das nicht an. Es betrübt den Heiligen Geist, außer es dient zur Aufklärung und ihr macht eine Aufklärung und macht eine Arbeit damit, um das zu schneiden und auch Film zum Beispiel, ja, also Aufklärung halt, ne, dann würde ich es machen, aber sonst würde ich es nicht machen. Es betrübt den Heiligen Geist, wie ich schon sagte. Es ist eine pure Zeitverschwendung auch noch dazu, ne, also es ist Zeitverschwendung, da kannst du lieber 1,5 Stunden eine Predigt hören, außer, wie, ne, du machst da halt eine Aufklärung, aber nein, mach es nicht. Okay, danke auf jeden Fall für die Antwort, dann habe ich endlich meine Frage beantwortet gekriegt, die mich schon jahrelang beschäftigt hat eigentlich. So, warte ganz kurz, Seifu. Seifu. Ja, Bruder. Willst du auch die Belohnung haben? Ja, Bruder, sprech. Willst du auch eine große Belohnung haben? Leute. Nein, danke, ich will keine Chicken Wings, Bruder. Warte ganz kurz. An die 100 Zuschauer, wollt ihr auch eine Belohnung haben? Ich werde euch jetzt ein Video zeigen. Wir müssen dieses Video teilen, damit wir eine Belohnung bekommen. Und wir schauen uns mal an, was für eine Belohnung das ist. Angelo. Ja. Mach dich bereit auf für Allahs Belohnung, ja? Auf diese mächtige Belohnung von Allah. Okay, Leute, teilt den Stream einmal und wir wollen mal schauen, was ist die Belohnung Allahs, wenn wir das Video uns anschauen und teilen. So. Wartet. So, wir wollen jetzt mal sehen, was ist denn Allahs mächtige Belohnung? Ne? Seifu, bist du gespannt? Okay. Bin gespannt, Bruder, natürlich. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Den Flitzebogen. Ich werde der Belohnung, denn du kommst von Allah im Paradies fünf Frauen mit großen Augen und großen Brüsten, mit einer wunderschönen Haut und einem dicken Po. Ne? Und die machen auch, und ihre Kacke ist durchsichtig. Ne? Und diese Frauen im Paradies essen nicht, die essen nur das, was ihnen Gott gegeben hat, so, eine, hat, so wie die Medikamente, was ist denn? So wie Medikament. Wie Kapseln oder Kapseln, sie essen nicht, sie sind krank, sie sind wunderschön, sie sind auch nicht behaart, sie haben auch keine Achselhaare und so, sie sind so voll und so. Und die haben auch kein Blut, sie sind richtig sauber und wunderschön, wunderschön, wie eine Kiste voller Diamanten und Perlen sind die voll. Aber du musst mein Video teilen. Teilt das Video. Hey Bruder. Seifu. Teilt das Video. Damit sie Pamela Allahs Belohnung bekommen. 5 Frauen mit solchen Melonen, solche Augen, sie sehen aus wie Diamanten. Teilt das Video. Belohnung. Ich hast du vergessen. Angelo. Bruder. Safe. Bruder. Du Neider. Du schmeißt dich hier raus gleich. Du Neider. Du teilst das Video und dann gibst Belohnung.
Ja, aber Bruder, also, du weißt, was du denkst. Du weißt, dass du sagst, der ist ein Prophet, gell? Das weißt du. Ja, ich weiß. Der sagt von sich selber, der ist ein Messias oder so sogar. Ja, ich weiß. Der Typ ja, hat die Menschheit gesperrt. Die Menschheit ist so verloren, Bruder. Denny, so verloren, Bruder Angelo. Die Menschheit ist echt verloren. Wir sind so gottlos. Das, was gerade passiert ist, das ist unfassbar, Bruder. Unfassbar, dass die Menschen das alle mitmachen. Hey, ich wünsche mir, dass wir auch eines Tages so, ja, ne, wir wissen es nicht, aber irgendwann hoffe ich, dass wir auch irgendwann mal so 3.000, 4.000 Zuschauer haben. Das ist dann das nächste Ziel. Walla, danke für Bruder, diesen. Walla, danke. Ich hoffe, möge Allah dir diese Belohnung geben, gerade in diesem Video. Mögest du die doppelte Belohnung bekommen. Ich gebe dir meine Belohnung. Ey, Bruder Danny, ich sag ja was jetzt. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich würde mir wünschen, der Herr kommt. Ich würde wünschen, der Herr kommt heute Nacht. So weit bin ich, dass ich wünsche, der Herr kommt heute Nacht. Soll er kommen, ey, egal. Warte mal. Was soll er kommen, Bruder? Wirklich, Bruder, weil das ist. Hallo, wie lebt ihr, Schwester? Gottes Segen. Danke euch auch, Gottes Segen. Shalom. Boah, hast du schlechte Laune oder was? Wer? Ich? Du? Nein. Ja. Ich bin am Essen, Entschuldigung. Dein guten Abend, Gottes Segen, war ohne, wie sagt man, ohne Elan heute so. Einfach so, ja, guten Abend, Gottes Segen. Entschuldigung, ich bin nur am Essen nebenbei. Weil ich gedacht habe, ich hab schon gedacht, du hattest viele Kämpfe heute geführt, geistliche Kämpfe. Nee, heute nicht, heute war ein bisschen Ruhe. Aber ich bin gerade am Essen, deswegen. Wollen wir da ich essen. Dann wünsche ich dir guten Appetit. Dankeschön, danke. Ich wünsche euch natürlich Gottes Segen, mit Liebe und mit Wahrheit. Amen. Ja, danke schön. Gerne. Mit Liebes-Emoji. Dankeschön mit Liebes-Emoji. Genau, mit Liebe muss alles sein. Bruder Danny, falls ich irgendwie ein bisschen abgelenkt bin, ich packe meinen Koffer, weil ich fahre wieder nach Italien. Was fährst du nach Italien? Ja, ich fahre wieder nach Italien. Ich fahre bis Sonntag nach Italien. Ein Freund von mir hat ein Auto gekriegt vom Geschäft und dann so ein Pressefahrzeug von Daimler und dann fahren wir nach Italien. Sehr schön. Kostet mich nichts, dann kann ich mitfahren. Optimal. Das ist gut. Hallo Danny, Bruder, wie geht's? Auch gut, danke. Machst du auch was zu essen? Ja, jetzt habe ich. Standard. Ich wette einen Zehner, dass Danny sich Chicken Wings macht. Dann setze ich auch. Hexenkönig, kann ich dich mal was fragen? Ich würde sagen, da gehe ich mit, damit ich mein Geld nicht verliere. Hexenkönig, kann ich dich mal was fragen? Darfst du natürlich. Was hindert dich an Nein, Leute, ich muss den Stream neu starten. Mein Stream wurde eingeschränkt. Mein Stream wurde gerade gemeldet. Echt? Ah. Sieht aber nichts. Dieser Live wurde eingeschränkt. Ja, warum denn? Wenn das gar nicht gemacht. Weswegen? Ja, verschlossen. Ja, dann mach wieder. Dann mach mal. Ja, mein Stream wurde jetzt. Die Leute sehen nicht mehr, dass ich. Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz. Ja. Ich muss gucken, ob das weg ist. Es ist weggegangen. Ja, siehst du. Weggegangen. Das ist einfach nur eine Verwarnung, Danny. Die krieg ich immer, wenn ich eine rauche. Ja, man darf halt auch nicht rauchen, ne? Vor der Kamera. Ja, ich drehe sie mittlerweile auch rum. Ja, was, wer will ja, jetzt okay, was mir? Ja, aber okay, was haben wir denn Schlimmes gemacht gehabt? Wir haben ja gar nichts Schlimmes gar gemacht. Nichts. Wir haben Schlimmes gesagt. Wir haben ganz normal an sich und Jan von der Italien fahren. Ich glaube, es ging darum, wenn ihr uns das Video gezeigt hat. Und wenn das die falschen Leute sehen, dann melden sie Danny für Hassrede und dafür wird Ach er so, ja, okay. Obwohl es meiner Meinung nach nicht wirklich schlimm war, was Danny gemacht hat. So, Pablo. Sag mir nicht zum Teil. Einer wollte mich jetzt was fragen. Ja, ich wollte dich mal was fragen. Ja, dann was hindert dich eigentlich an dem Herrn?
Was hindert dich eigentlich an den Herrn zu glauben, an Gott zu glauben? Was hindert dich? Willst du die Kurzfassung oder die lange? Die Kurzfassung. Ich bin, seitdem ich geboren bin... Bitte nicht wieder das mit der Kirche. Ich glaube einfach nicht dran. Ist das besser so für dich, Sieve? Ja, aber was nein, mach nur, ich war ein Witz. Warte, Tipo, warte, Sieve. Ja, ich habe mich damals... Ich hatte, wie jeder normale Mensch in der Schule, ja auch Religion und habe mich da zum Beispiel auch noch nie wirklich für interessiert. Und mit dem Älterwerden habe ich für mich auch gemerkt, dass dieses Glauben in meinen Augen für mich nicht was für Bedeutung hat, sondern ich für mich meine Lebenseinstellung lebe und für mich lebe. Und jetzt kannst du mich dafür natürlich hassen, wenn ich jetzt sage, ich keine Sünden begehe, da ich ja an nichts glaube, weil ihr sagt immer, jeder Mensch sündigt, was auch irgendwie so ist, aber es ist schwer, an was zu glauben, womit man sich nicht in Einklang fühlt quasi. So geht's mir. Und deswegen tue ich mir sehr schwer, an Gott zu glauben. Okay, also du glaubst einfach nicht, dass es ein Gott existiert, richtig? Genau. Okay. Genauso wenig glaub ich auch, dass der Teufel existiert. Ich glaube einfach, dass er existiert. Nein, dass er nicht existiert. Ach, ich glaube auf beiden Seiten. Wie auf der Dunkelheit oder der helle Seite, glaube ich auf beiden Seiten nicht, dass es existiert, wenn ich ehrlich bin. Und okay, das, weil ich gerade das Wort Dämonen gelesen habe, dass Dämonen eigentlich eher Paranoia sind und die sind ja nachweislich eine Krankheit im Kopf. Also nee, darum gehen wir jetzt ja gar nicht ein. Es ist jetzt nur so, du glaubst einfach an nichts. Ist ja okay. Ich glaube einfach an nichts. Okay. Und die Frage ist ja, vor den Urknallen und vor den Galaxien, was du ja die These gestellt hast, was war ja immer davor? Also wie kann denn aus dem Nichts was entstehen? Oder wenn wir die Behauptung stellen, es war immer was da, was dann alles entstanden hat. Aber wie kann immer was da sein? Das wäre physikalisch ja nicht möglich, weil es doch in Raum und Zeit ist, also außerhalb von Raum und Zeit automatisch, plus es grenzt an Zauberei. 0 plus 0 ergibt dann 1. Wie geht das? Wie kannst du damit in Einklang sein? Kannst du es mir definieren? Im Einklang damit kann ich sein, dass ich mich damit, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich beschäftigt habe. Einfach nur Thesen oder wie das heißt, aufgestellt habe, die für mich logischer klingen. Okay, man gibt einfach Thesen und sich gewisse Antworten ja zu geben, ist ja okay. Fragen zum Beantworten für den inneren Frieden. Aber jetzt gibt es ja eine Frage, die wird nie beantwortet. Das ist ja der Anfang aller Anfänge. Richtig. Was war vor dem Universum? Ne? Und was war davor? Was war davor? Wie kann das sein, dass auf einmal was alles entsteht? Wie kann das sein, dass immer was da ist, das alles entstehen lässt? Diese Frage musst du dir heute Nacht immer wieder neu stellen. Weil dann ich wünsche Ihnen kann man gar nicht mehr verleugnen. Was, Bruder? Ich wünsche Ihnen eine schlaflose Nacht, dass er sich darüber Gedanken macht. Es geht hier um seine Ewigkeit. Ja, also, weil schlaflos, wenn man sich Danny, kann ich dich beruhigen. Ich habe, seitdem ich 14 bin, keinen wirklichen Schlafrhythmus mehr. Ich habe einen richtig kaputten Schlafrhythmus, was aber daher kommt, da ich einfach, ohne jetzt Leute zu triggern, die mit dem Tod zu tun haben und so, in meinem Leben sehr viel von mir gegangen sind und ich einfach eher damit nicht abschließen kann, weil ich mir als Person, als nahestehende Person die Schuld für was gebe, wo ich nicht mal helfen konnte. Und das seitdem ich 17, 16 bin, ja, seitdem habe ich auch keinen Schlafrhythmus mehr. Ja, das ist wirklich hart, ja. Da bete ich auf jeden Fall für dich, für eine Besserung. Ich hoffe, dass es sich bald bessert, aber ich komme so trotzdem gut durchs Leben, weil ich schaff's trotzdem immer auf Arbeit zu sein und meine Kollegen zu ertragen, ja, obwohl ich echt keinen Bock auf die habe. Ja. Jetzt wieder auf die Frage zurückzugehen. Ja, diese Frage musst du dir jetzt immer wieder neu stellen.
Das ist eine Frage, die kannst du dir einfach nicht beantworten, weil da muss man ja zugeben, es gibt dann Zauberei. Und Zauberei spricht gegen jegliche Physik. Weil Da 0 gebe ich plus 0 ergibt ja nicht 1. dir recht, dass das definitiv gegen die Physik spricht und auch damit, dass irgendwas da sein muss, was eben das alles ins Rollen gebracht hat. Wir nennen es einfach, wir haben es ins Rollen gebracht. Da muss ja irgendwas sein. Zauberei ist jetzt so ein was, weil ich befasse mich jetzt seit Neuestem, weil ich. Nee, dich kenne ich gar nicht so lang. Sifu und Danny waren dabei. Die haben mich kennengelernt als, also in ihren Augen als Satanist. Was ich aber sehr schnell widerlegen konnte, da es für mich einfach nur das reine Interesse ist, dass ich mich dafür interessiere und recherchiere darüber. Das habe ich über sämtliches, was mir interessant ist, gemacht. Und so habe ich das auch, oder mache ich das zurzeit auch über Magie, sei es schwarze oder weiße Magie. Es ist ein sehr interessantes Thema. Ja, Also, okay, das ja. Mystische fühlt sich jetzt ein bisschen angezogen. Aber was ich jetzt nur sagen wollte, ist, mach dir wirklich Gedanken. Nein, nicht umsonst Natürlich. steht geschrieben, wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird geöffnet. Also wer wirklich Was war das sucht, Letzte? Wer wer sucht, der klopft findet. und wer klopft, dem wird geöffnet. Ach, wer klopft? Ich habe verstanden, wer kopft. Nein, nein, wer Ah, klopft. ja. Und da empfehle ich dir definitiv, mach dir Gedanken. Wirklich, mach dir Gedanken. Mache, Weil wie was wäre, wenn es gesagt. doch einen Gott gibt? Ich kann dir nur eine Sache geben. Mit Glaube kannst du nur gewinnen. Beispiel, du glaubst nicht, es gibt einen Gott, dann kommst du nicht im Paradies und bist in der Hölle. Beispielsweise, du glaubst und es gibt einen Gott, bist im Paradies. Beispielsweise, du glaubst, es gibt nichts und egal, da passiert auch nichts. Aber wenn du Richtig. nicht glaubst, und es gibt doch jemand. Ist in der Hölle. Also mit Glauben kannst du nur gewinnen. Du kannst nichts falsch machen mit Glauben. Aber Gar ich kann nichts. Nein, gar auch, nichts. ohne jetzt dir zu widersprechen, ich kann auch eigentlich nichts falsch machen, wenn ich an nichts glaube. Wenn Weil es doch jemand ich gibt. kann nichts falsch machen dadurch. Wenn es doch aber jemand gibt und du nicht glaubst, bist du in der Hölle. Dann hast du doch was falsch gemacht. Und dann hätte ich was falsch gemacht, wenn das so Genau. ist. Genau, und wenn du glaubst, kannst du ja gar nichts falsch machen. Wenn du nichts gibst als Beispiel, dann gibt es doch nichts. Wirst du nicht merken. Und deswegen, mit Glauben kannst du nur gewinnen. Deswegen mach dir wirklich Gedanken. Geh wirklich in Gedanken, bete mal zu Gott und frag mal, wer bist du eigentlich? Wenn es dich gibt, offenbar dich doch mir. Wer aber wirklich sucht, der wird doch finden. Wer klopft, dem wird geöffnet. Aber man muss es ja wollen. Wenn kein Wille da ist, dann wird auch kein Weg sein. Richtig. Das gebe ich dir mit. Und Gottes Segen natürlich auch. Dankeschön. Ja. Ja. Lehrreich, lehrreich, lehrreich. Ihr seid die Ersten, die mit mir normal darüber reden und nicht einen sagen, dass man es aufzwingen sollte. Deswegen ist so eine Sünde, ne? Ja, deswegen sage ich ja auch immer, was bringt es den Leuten, einen was aufzuzwingen? Sie machen sich doch damit selbst zum Sünder und und sagen von sich dann aber, ja, sie haben keine Sünden. Aber in dem Moment begehen sie doch, sagt ihr ja auch, in dem Moment, wo man sagt, man begeht keine Sünde, begeht man doch eine, oder? Jeder ist ein Sünder, das kann niemand verleugnen. Ja. Aber man muss erstmal erkennen, dass man ein Sünder ist und dann alle Sünden an den Herrn abgeben. Ja, und bring auch alle deine Sorgen den Herrn ab, denn nicht umsonst steht geschrieben, ihr Mühseligen, kommt zu mir, ich erquicke euch. Und erquicken bedeutet, ich gebe euch die Ruhe. Nicht den weltlichen Frieden gebe ich euch, sondern meinen Frieden. Wie stellst du dir das Sündenvergeben vor? Weil für mich eine Sünde zu vergeben als Ungläubiger, ah ja, dann sage ich, es tut mir leid, wenn ich zum Beispiel eine Straftat gemacht habe, dann stehe ich dafür gerade. Aber wie ist es für jemanden, der glaubt, wie wird denen die Sünde vergeben? Musst du da nur Gott um Verzeihung bitten oder Ja, muss man da irgendwas Bestimmtes für tun? man muss nichts tun. Das ist doch das Schöne an der Sache. Denn jemand hat für dich bezahlt. Das ist wie, du gehst in ein Restaurant und du bist am Essen und jemand hat deine Rechnung bezahlt. Da kannst du auch die Rechnung nicht nochmal zahlen.
Der Herr Jesus Christus ist für dich gestorben, weil durch Gnade bist du gerettet. Nicht umsonst steht geschrieben, durch Glaube bist du gerechtfertigt, damit niemand sich durch seine eigenen Werke rühme. Nur durch dein Glaube. Wenn du an den Herrn glaubst, deine Sünden bekennst und von neuem geboren bist. Und neu geboren bedeutet, aus alt wird neu. Du willst dein Leben verändern für den Herrn und ordnest dich den unter. Aber dann bist du von neuem geboren. Kann man nur als Neugeborener seine Sünden vergeben lassen? Oder kann jetzt auch, wenn ich jetzt sage, hey, ich bin eh nicht gläubig, aber könnte Gott mir meine Sünden auch als Ungläubiger vergeben? In der Schrift steht, wer nicht an mich glaubt und nicht durch mich geht, der wird auch nicht gerettet sein. Ohne den Herrn Jesus wird keiner es schaffen, die Vergebung zu bekommen. Nur der Herr Jesus gibt die Vergebung. In Johannes 14,6 steht geschrieben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt der Herr Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Ich glaube, soweit also bin ich noch nicht in der App. Ich bin noch ziemlich beim Anfang der App. Ich empfehle dir, gerade als Anfänger, lese das Johannes-Evangelium. Fang damit an. Ich kann dir ja mal sagen, warte, wo ist mein Handy? Ach nee, damit bin ich gerade live. Ich kann es dir doch nicht sagen. Ich bin bei dem allerersten Buch, glaube ich, nennt man das, oder Kapitel, auf Seite 2. Also ich lasse mir da wirklich sehr viel Zeit, weil ich trotzdem so ein Mensch bin, wenn ich was lese, was für mich bis jetzt nicht wirklich Sinn macht oder Sinn gemacht hat, analysiere ich natürlich auch das und recherchiere sehr viel darüber. Ja, suchen ist wichtig, genau. Wo ich war 16 Jahre alt, wo ich den Herrn gesucht habe, offiziell. Und durch Suchen wurde ich fündig. Durch Klopfen wurde mir geöffnet. Deswegen empfehle ich dir, such. Wenn ich Fragen habe, habe ich Gott gefragt. Ich habe einfach gefragt, ich verstehe das nicht in der Bibel. Ich verstehe diesen Vers rein gar nicht. Der Herr hat mir geantwortet, zugegeben. Egal, ob ich... Gut, an Gott habe ich mich jetzt nicht gewandt, muss ich dazu gestehen. Aber... Wenn ich verstehe wirklich vieles in der Bibel nicht, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich als Ungläubiger mich eben mit dem Thema nicht befasse. Ja, deswegen versuche ich dann irgendwie Leute zu finden, die mir das natürlich erklären können. Ich meine, auf Arbeit ist das leicht, weil meine Arbeit ist eine, jetzt muss ich überlegen, Diakoniewerk, ist das evangelisch oder katholisch? Auf jeden Fall ist das christlich, eine christliche Einrichtung. Ich weiß gerade nicht, ob evangelisch, katholisch oder sonst was. Nur, ja, ich gerade zurzeit sehr oft, was Leute, die ich fragen könnte, sehr oft mit denen aneinander, weil der letzte Gottesdienst, den habe ich verpasst. Das war der Pfingstgottesdienst und da war ich absichtlich nicht, weil ich da einen Arzttermin hatte. Ganz blöde Zeit. Halt und danach bin ich gekommen, aber da war der Gottesdienst eh schon vorbei. Und seitdem ist irgendwie, was das Thema angeht, sind die alle pissig auf mich, weil sie eben sagen, ich hätte absichtlich den Arzttermin dargelegt. Sorry, wenn das Krankenhaus nur damals da Zeit hatte. Also, was ich jetzt sagen kann... Die Kirche mit der katholischen, evangelischen, möge es auch die Zeugen Jehovas sein, orthodoxen oder sonstiges, da ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur die Bibel. Richte dich wirklich nur anhand der Bibel. Die Bibel sind alle Antworten. Du hast Fragen zu Gott und Gott antwortet dir mit der Schrift, denn Gottes Wort ist ja die Heilige Schrift, die Bibel. Was ich dir empfehlen kann, und wirklich, wirklich das ernst meine, wenn du eine Frage hast, lese, also frage zuerst Gott und vertraue drauf, dass Gott dir antwortet. Aber hab Geduld zu gegebener Zeit. Man denkt immer selber, manchmal als Mensch. Man weiß es besser. Ich darf dir mal was sagen in der Liebe. Mir oder Ding? Ja, ich wollte dir mal was sagen, ja? Ja, dann hau raus. Weißt du, ich habe damals, wo ich noch den Herrn Jesus noch nicht angenommen hatte, also wo ich noch nicht
erkannt habe, in welchem Zustand ich eigentlich wirklich bin und in was für einer Lage ich mich gerade befinde. Weißt du, Hexenkönig, ich habe alle Menschen gehasst. Ich habe mich selber gehasst. Ich habe damals Witze über behinderte Menschen gemacht. Ich habe meine Eltern beklaut. Ich war spielsüchtig. Ein starkes Drogenproblem. Ich habe die ganze Nacht, ne, durchgemacht, habe nur Blödsinn gemacht. Ich hatte keine Ruhe in mir gehabt. Ich hatte eine innerliche, immer eine innerliche Unruhe gehabt. Und das hat mich, das war eine Last, die auf mich war, weißt du, eine riesige Last. Und ich hatte nie einen Sinn des Lebens so für mich gehabt. Ich habe mich immer gefragt, was passiert so nach dem Tod? Gibt es einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt Gott Kriege zu? Warum lässt Gott zu, dass so viele Menschen sterben? Das warum sind lässt halt Gott auch die Fragen, die ich mir immer warte, bitte. Warte, warum lässt Gott zu, dass es so viele Religionen gibt? Jeder sagt was anderes, aber was ist denn die absolute Wahrheit, die Vollkommenheit? Was ist der Weg in den Himmel? Und wenn es einen Gott gibt, wird der Gott mir antworten und ich sage dir wirklich von ganzem Herzen, und da wusste ich sofort, es kann nicht sein, es gibt es wirklich Gott. Ich bin auf meine Knie gegangen und ich gehe nicht nach Gefühlen, nach Emotionen, ne? Ich bin wirklich auf meine Knie gegangen. Ich habe gefragt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, so zeig dich mir, offenbare dich mir. Und ich weiß nicht, das hört sich verrückt an, aber ich habe wirklich Zeichen bekommen, wo ich mir dachte, das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Das muss von Gott kommen. Es ist einfach kein Zufall. So. Und auch, wo ich dann wirklich Buße getan habe, wo ich wirklich meine Schuld zu den, wo ich wirklich mit Reue und Schmutz zu den Herrn gekommen bin. Weißt du eigentlich jetzt, Hexenkönig, ich bin zusammengebrochen auf dem Boden. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war in Tränen, bin ich zusammengebrochen. Ich lag in meinen eigenen Tränen. Ne? Ich war so am Ende, Hexenkönig. Und auf einmal habe ich irgendwas gespürt. Irgendwas ist in mir hineingegangen. Ich weiß, es ist der Heilige Geist. Ist da. Irgendwas ist in mir hineingegangen, Hexenkönig. Auf einmal, ich habe angefangen, das hat richtig gebrannt, richtig. Ich hatte auf einmal diese Ruhe. Ich hatte auf einmal Frieden gehabt. Ich hatte Freude gehabt. Ich hatte auf einmal diese Last. Alles auf einmal, Hexenkönig. Alles auf einmal war auf einmal weg. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein. Meine Depressionen sind weg. Meine Ängste sind weg. Was ist passiert gerade mit mir? Was ist denn gerade mit mir passiert? Ohne Witz. Ich dachte wirklich, ich bin ganz neu auf die Welt gekommen. Ohne Sünde. So, als ob ich gerade frisch geboren wäre. Ich dachte mir, was passiert hier gerade mit mir? Hä? Auf einmal, ich habe so Frieden in mir. Pass auf, Hexenkönig. Ehrlich jetzt, ne? Ich habe mir darüber die ganze Zeit Gedanken gemacht. Was ist denn, was ist gerade passiert? Ey, ich bin auf einmal ganz anders. Pass auf. Ich bin rausgegangen. Auf einmal, ich konnte nicht mehr fluchen. Ich denke mir, was ist da mit mir? Das ist doch nicht der alte Dennis. Auf einmal meine Kollegen fluchen. Ich kann nicht mehr. Ich will mitfluchen, aber irgendwas in mir hindert mich, das mitzumachen. Und ich denke mir, was ist das? Ich wusste das ja nicht, was da in mir ist. Ich wusste nicht, dass der Heilige Geist in mir ist. Weil ich kannte das ja nicht. Auf einmal, ich merke, dieses Fluchen, diese Beleidigung, diese Drogen, was sie da nehmen, ich kann das nicht mehr. Da irgendwas hindert mich, das nicht mehr zu nehmen, obwohl ich es will. Aber irgendwas sagt, nein, tu das nicht. Beleidige nicht andere Menschen auf einmal. Ich kannte die Schrift nicht. Ich kannte die Schrift nicht. Ich habe geglaubt. Ich habe Buße getan und geglaubt, weil ich eine Predigt mir angehört habe. Ich habe mir eine Predigt angehört. Dann habe ich mir den Film angeschaut. Und durch den Film und durch die Predigt habe ich aufrichtig Buße getan. Und ich kannte kein Bibelvers. Gar nichts kannte ich. Ich bin rausgegangen. Auf einmal die Menschen, die mit mir waren, Hexenkönig, weil ich war immer einer, der geflucht hat, auf einmal sagen die, ey, du bist voll anders. Die haben eine Veränderung hat bei mir stattgefunden. Nicht, weil ich in die Kirche gegangen bin, nicht, weil mir mein Vater 1 Million gegeben hat, sondern weil der Heilige Geist Gottes in mir ist, weil der Herr Jesus mir vergeben hat, er hat mich angenommen, er sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, ne? Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, so pass auf. Ich merke auf einmal, weil ich war nur mit Kriminellen unterwegs, mit Drogendealer, Zuhältern, so. Das war mein täglicher so Freundeskreis. Die fluchen alle und auf einmal habe ich angefangen zu sagen, Leute, hört auf zu fluchen, das ist falsch. Und ich wusste gar nicht, warum ich das so sage. Auf einmal, die merken, ey, du bist, die meinten zu mir, du bist nicht normal im Kopf.
du fluchst nicht, du bist so ruhig, du redest anständig. Ich habe auf einmal anständig geredet, so mit. Auf einmal habe ich voll vernünftig geredet. Ich habe mich auf einmal vernünftig angezogen. Ich war früher, bin ich rumgelaufen. Das willst du, die kannst du dir gar nicht vorstellen. So wie so Drogendealer, komplett so Alkohol, ja, Joints so im Mund und die ganze Zeit überall hingerotzt und geflucht und so. Und die überall so, einfach so, ja, ich habe halt blöde Sachen gemacht. Immer wenn ich Leute gesehen habe, einfach gesagt, guck dir mal den an, wie der aussieht. Und jetzt, musst du dir vorstellen, wo ich da war, und da kommt so ein Typ und die labern über den so und reden über den, sage ich, was hat denn der Mann euch getan? Warum redet ihr über diesen Mann? Der hat doch euch gar nichts getan. Auf einmal, die dachten echt, ich bin nicht mehr normal im Kopf. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich absondern. Ich muss mich diese Menschen absondern. Ich kann nicht mehr mit diesen Menschen sein. Guck mal, Hexenkönig, ich sag dir ganz ehrlich, ne, mein Alltag war so, ich habe jeden Tag mindestens so viel geraucht, so viel Drogen genommen, ne? Ich war mit einer Clique von 10 bis 15 Leuten, alle kriminell. Und die haben irgendwann gemerkt, so, X-Faktor, die haben dann irgendwann gemerkt, der passt nicht mehr zu uns. Der passt nicht mehr zu uns. Also das heißt, der Herr sagt ja, lese ich dir einmal vor, weil dieser Pass passt. Und diese Leute, meine Freunde, meine eigenen Freunde haben angefangen, mich zu hassen. Hexenkönig, meine eigenen Freunde haben angefangen, mich zu hassen, haben angefangen, über mich zu lachen, weil ich den Namen Jesus in den Mund genommen habe. Am Anfang habe ich mich geschämt. Am Anfang habe ich mich für den Herrn geschämt, weil das war für mich so fremdwürdig. Aber dann hat der Herr gesagt, wer sich um meines Willen schämt, dessen wird sich der Sohn schämen, wenn er wiederkommen wird in der Helligkeit. Ich habe mich gar nicht mehr geschämt. Gar nicht mehr. Ich war direkt wie ein Soldat. Ich habe direkt gesagt, der Herr Jesus Christus. Am Anfang, ich war so schüchtern. Ich wollte gar nicht so das Wort verkündigen. So. Aber der Geist Gottes in mir hat mich immer gedrängt. Immer. Irgendwas hat immer gesagt, nein, du machst das jetzt. Also in der Hinsicht, verkündige, verkündige. Und ich so, und in meinem Fleisch wollte ich das nicht. Weil ich mich geschämt habe im Fleisch. Weil ich so dazugehören wollte. Aber ich habe gemerkt, Hexenkönig, ich kann nicht mehr dazugehören, obwohl ich dazugehören wollte. Verstehst du? Ja, und dann hast du TikTok quasi wahrscheinlich entdeckt. Nein, TikTok bin ich ganz spät gekommen. Ich bin neu auf TikTok. Davor, warte, ich lese mal vor, Johannes 15, pass auf. Ja, ich höre zu. Ja, anderthalb Jahren, aber es ist neu. Für mich ist neu. So, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herauserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und dieser Vers, ne, war für mich wie eine Backpfeife. Ich wusste sofort, ey, meine ganzen Freunde hassen mich. Ich werde überall ausgelacht. Jesus Freak hier, Jesus Freak da. Ich werde die ganze Zeit nur noch beleidigt. Ich werde ins Lächerliche gestellt. Und ich habe gemerkt, ich kann einfach nicht mehr. Ich muss mich absondern. Ich muss Geschwister suchen, die auch den Herrn Jesus Christus lieben. Ich muss irgendwo hin. Gemeinde kannte ich nicht. Ich wusste nicht, was Gemeinde ist. Also bin ich auf die Suche gegangen. Und irgendwann habe ich dann Geschwister kennengelernt. Und dann macht man die Erfahrung zwischen Judas und wahrhaftige Geschwister. Ne? Und dann lest du das Wort, weil der Geist Gottes braucht Nahrung. Und guck mal, Kirche rettet dich nicht. Der Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, macht Glocken, macht Maria-Bilder, macht Kirchen. Er ist dafür nicht gekommen. Er ist für dich gekommen, weil du ein Sünder bist. Und wenn du in deiner Sünde stirbst, wirst du in die Hölle fahren. Ganz einfach, knallhart, das sage ich dir. Aber du kannst umkehren, egal was du getan hast. Egal was du getan hast. Dafür ist der Herr ans Kreuz gegangen. Er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Du kannst ihn annehmen, so wie du jetzt bist. Einfach sagen, Herr, ich komme zu dir. Komm. Es ist vollbracht. Es ist alles schon da vorbereitet. Du musst nicht Kirchensteuern zahlen. Du musst nicht Weihrauch machen. Du musst nicht Maria-Anbetung machen. Du musst nicht dies und das tun. Nein, einfach nur sagen, Herr, ich komme zu dir, so wie ich bin. Nimm mich doch bitte an. Bitte, ich möchte zu dir kommen. Komm, mein Kind, ich nehme dich an. Komm. Das war's. Aber vom Herzen. Spiel Gott nichts vor. Vom Herzen. Und er nimmt dich so an, wie du bist. Glaub es mir. Du kannst es versuchen. Versuch es doch mal. So, jetzt kann Stunde der Wahrheit reden und Angelo. Shalom, Gottes Segen erstmal.
könnten. Ja, also, was ich sagen kann, mein Zeugnis ist ähnlich. Ja, nur um kurz zu fassen, nur durch Bibel lesen, also auf der Suche, habe ich Gott kennengelernt, durch Bibel lesen. Ja. Mhm. Und durch immer mehr Lesen habe ich immer mehr Gott kennengelernt, weil Gottes Wort ist die Bibel. Und wenn du die liest, Stück für Stück, ne, peu à peu, wirst du Gott immer mehr kennenlernen und verstehen, warum die Dinge so sind, wie die sind. Denn du hast doch die Frage gestellt, warum ist Leid auf dieser Welt? Ich kann es dir ganz einfach erklären. Die Menschen verursachen sich selbst diesen Leid. Nächstes Mal in der Bibel steht, du sollst ja diesen Leid verüben. Und die Menschen haben einen freien Willen. Und der Teufel hat auch einen freien Willen mit seinen Dämonen. Die wollen viel Verführung machen. Die sind ja, wie soll ich sagen, denen gehört jetzt diese Welt und machen ja starke Verführung. Du wirst auch mal auf Probe gestellt. Wir sollen ja wie in guten Zeiten und in schlechten Zeiten zu Gott bekennen. Weil wenn wir uns nur in guten Zeiten zu Gott bekennen, sind wir dann nicht Heuchler. Auch in schlechten Zeiten sollen wir uns zu Gott bekennen. Das ist wie in einer Ehe. Wie in guten und in schlechten Zeiten. Oder wenn man einen kleinen Streit hat, scheidet man sich. Na, und deswegen soll man ja bedenken, das Leid auf dieser Welt ist der Mensch selber schuld. Wirklich selbst schuld. Aber alles wird vergehen, wenn der jüngste Tag da ist. Spätestens wenn du stirbst, da wird es schon sein, dass du im Paradies bist oder in der Hölle bist. Aber der Paradies, da ist kein Leid. Da wird keine Trauer sein. Nicht umsonst steht geschrieben, glückselig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Und Christen erleiden sehr, sehr, sehr viel Leid, auch wenn man es erstmal nicht denkt. Du kannst das wirklich googeln. www.opendoors.de. Da ist eine Liste gemacht, die jedes Jahr, kennst du perfekt. Und da wird jedes Jahr aktualisiert, wie die Christen verfolgt werden. Und das ist wirklich hart, weil in Deutschland haben wir es noch gut. Wir haben es doch wirklich noch gut. Geht mal in anderen Ländern, da geht es auf jeden Fall anders. Dann geht es auf jeden Fall anders ab. Nur aufgrund deines Glaubens wirst du nicht Mensch zweiter Klasse, sondern dritter Klasse behandelt. Das ist wirklich traurig. Deswegen, wie in guten Zeiten und in schlechten Zeiten, sollen wir so kurz bleiben. Ich empfehle dir, Hexenkönig, lese im Alten Testament das Buch Hiob in der Bibel. Hiob. Du wirst dann verstehen, warum es überhaupt Leid gibt. Lies Hiob. Das habe ich damals auch getan und ich habe die Antwort durch dieses Buch in der Bibel gefunden. Mhm. Vielleicht soll es so sein, dass du die Antwort auch da findest. Das Buch Hiob, Alte Testament. In der Bibel einfach Hiob schreiben, dann wirst du das direkt finden. Kapitel 1 bis Ende. Lies es dir durch. Das kann man in einer Nacht ganz schnell durchlesen. Lass mich nicht lügen, in einer halben Stunde kann man das eigentlich schon durchlesen. Und das ist wirklich, deine Fragen, die du hast, wegen dem Leid, wird dir bestimmt, Gott weiß es am besten, aber wird dir bestimmt da beantwortet. Ist eine Empfehlung. Ja, nehme ich auch gern an, deine Empfehlung. Zurzeit ist nur schwer mit Lesen, weil ich jeden Abend versuche, jetzt mit Schlafhypnosen erstmal wieder einen gesunden Schlafrhythmus zu kriegen. Aber sobald ich den habe, kann ich mich abends hinsetzen und da wirklich mal lesen. Aber ich will jetzt erstmal auf jeden Fall meinen Schlafrhythmus wieder machen, weil der ist so im Arsch. Ich meine, ich wäre eigentlich seit einer Stunde im Bett, habe gesehen, dass Danny live ist und ich wollte einfach dazu stoßen und einfach wieder ein bisschen debattieren, diskutieren, ein bisschen austauschen, wie man auch miteinander redet. Kann, man bleibt höflich und so. Ja, also ich komme meistens nie vor 12 ins Bett. Kann ich Pablo war dein Name, richtig? Fabius, ja. Ich weiß nicht, weil ihr sagt ja immer alle, Jesus oder Gott in dem Fall vergibt alles und jeden. Teil der Erbschaft des Herrn Jesus Christus annehmen möchtest und akzeptierst und bekennst deine Sünden, so wird dir Gott vergeben, wenn du ihn auch suchst und fragst
und annimmst, ne? Vor allem annimmst. Der Herr ist nicht umsonst für dich gekommen. Der ist ja für dich gestorben am Kreuz. Darauf das wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber okay. Ja. Frag nochmal dann, bitte. Stell mal die Frage da ein bisschen anders. Oh, wie stelle ich denn das? Lass mich kurz den Satz irgendwie so. Kein Problem. Ah, das ist so schwierig, weil ich will eigentlich eine klare Antwort, aber ich will jetzt auch nicht dich angreifen oder so, weil du bist ein echt netter Mensch. Wie denn ja eigentlich auch. Ich kenne nur hier die Leute aus dem Stream. In der Bibel steht doch wie ungefähr so: Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Oder? Oder habe ich da. Nein, das ist richtig. Ist richtig. Nee, so, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber warum werden Schwule, Lesben und so von vielen Leuten, Gläubigern ausgegrenzt, obwohl sie ja, klar ist es vielleicht für euch eine Sünde, aber warum zählt bei denen nicht der Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selber? Darf ich was dazu sagen? Wenn ich meinen Satz fertig habe, gerne. Weil es sind ja auch nur Menschen eben, die, ja, sie lieben wie wir halt nur das gleiche Geschlecht. Und ich stehe dazu, ich liebe auch zur Zeit. Also ich stehe nicht nur auf Frauen, ich stehe auch auf Männer. Und ja, jetzt darfst also du ich gerne. Ich kann jetzt antworten, aber Bruder Danny, rede. Weißt du, sogar wenn ein Mann und eine Frau unehrlichen Sex hat, werden die sogar aus der Gemeinde rausgeschmissen. Okay. Bruder Angelo oder Stunde der Wahrheit, du kannst ja auch was dazu sagen, ne? Du bist ja auch jetzt hier drin, du musst dich ja nicht die ganze Zeit stumm machen. Bruder, du kannst ja auch was zum Thema dazu sagen. Unzucht, das kannst du auch was sagen. Ja, Friede und Gnade. Stunde der Wahrheit, dann rede bitte. Weil ich komme sofort, ich hole kurz ein Wasser, aber Stunde der Wahrheit. Ich weiß ja, du kennst ja die Schrift. Dann lege es mit der Schrift bitte aus. Friede und Gnade mit euch, Geschwister. Gnade sei mit dir. Danke, dass ich hier oben sein darf. Ja, Johannes 3, Vers 16, der meistzitierteste und bekannteste Vers der gesamten Schrift. Der ist bei den meisten Menschen heute bekannt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Für die ganze Welt. Gott liebt die ganze Welt. Was heißt das? Heißt das, dass alle Menschen gerettet sind? Wie definieren wir Liebe? Was ist diese Liebe? Ja, wir wissen, im Griechischen steht für diese Liebe Gottes Agape. Mhm. Ja? Und Agape ist eine bedingungslose Liebe. Ja, es gibt auch noch sowas wie Eros. Das hat nichts mit der, oder weniger mit der Agape zu tun. Da geht es mehr um sexuelle Liebe, sag ich jetzt mal auch. Ja, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Aber die Liebe, die wir in Johannes 3, 16 lesen, meint die Agape. Ja? Der Herr Jesus ist für jeden Menschen ans Kreuz gegangen. Auch für Schwule und auch für Lesben. Wir lesen zum Beispiel im 1. Korintherbrief davon, dass etliche von denen, die zum Glauben gelangt sind, sogar schwul waren. Das lesen wir zum Beispiel. Kann ich ganz kurz unterbrechen? Ja, klar. Aber wieso werden sie dann schlecht geredet? Das ist meine eigentliche Frage. Wieso werden sie ausgegrenzt, schlecht geredet und als Abschaum der Gesellschaft und der Welt dargestellt, obwohl das ja dann auch eigentlich eben nur Menschen sind? Ja, es sind nur Menschen. Gott liebt den Sünder. Aber Gott hasst die Sünde, denn Gott ist zwar die Liebe, aber nicht nur die Liebe, sondern die Schrift sagt uns und lehrt uns, dass Gott auch vollkommen heilig und gerecht ist und dass er die Sünde hasst und verabscheut. Nicht den Sünder, weil der Sünder ist wiederum der Mensch. Das heißt, es gibt natürlich auch Menschen, die das tun, was du gerade sagst. Ich allerdings
würde das nicht von mir behaupten. Wir sprechen uns nicht für diese Sünde aus. Diese Praktik der Homosexualität zum Beispiel ist eine abscheuliche Sünde, genauso wie alle anderen Sünden auch abscheulich sind in Gottes Augen. Verwerflich, nichtig, böse. Und es geht nur darum, dass der Mensch, der auch zum Glauben an den Herrn Jesus gelangt und diese Gefühle weiterhin hat, er ist immer noch Mensch. Es mag sein, dass er diese Gefühle hat, aber wir wissen, dass wir durch die Wiedergeburt in dem Herrn Jesus, denn von ihm allein, durch ihn allein werden wir nach Matthäus 3 wiedergeboren mit dem Geist, dass wir diese Sünde nicht mehr tun müssen. Das heißt, durch die Gnade Gottes, sagt uns der Römerbrief ganz klar, dass wir die Fähigkeit haben, nun durch diesen Geist, den wir empfangen haben, die Sünde nicht mehr zu tun, weil wir unter der Gnade sind. Die Gnade verändert uns. Wir sind eine neue Schöpfung.